In unserem Online-Findmittel Scope Query erhalten Sie Informationen zu allen Beständen des Staatsarchivs Hamburg. Neben allgemeinen Informationen zum jeweiligen Bestand, wie beispielsweise zur Geschichte des Bestandsbildners, zu vorhandenen Findmitteln und zur Zugänglichkeit, sind auch Verzeichnungsangaben zu einzelnen Akten recherchierbar. Um es Ihnen zu ermöglichen, jederzeit und ortsunabhängig Informationen über unser Archivgut abzurufen, sind bereits über 1 Million Datensätze online zugänglich. Diese können nach verschiedensten Kriterien durchsucht und mithilfe von Suchoperatoren gefiltert werden. In diesem Video erklären wir, wie Sie in Scope Query mithilfe der Feldsuche selbst recherchieren können. Stellen Sie sich als Beispiel vor, Ihr Groß- oder Urgroßvater Ernst Frese war bei der Polizei in Hamburg beschäftigt und Sie sind nun auf der Suche nach seiner Personalakte. Zu Beginn Ihrer Recherche wissen Sie nur, dass er am 12.04.1883 geboren ist und bei der Kriminalpolizei tätig war. Seine beiden weiteren Vornamen Heinrich Paul sind Ihnen ebenfalls bekannt. In unserem Online-Findmittel haben Sie bei der Feldsuche die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Optionen zu wählen. Sie können zum Beispiel einfach den Namen der gesuchten Person in das Feldtitel eingeben. Achten Sie hierbei jedoch darauf, dies in der Reihenfolge Nachname, Vorname zu tun, da die meisten personenbezogenen Titel so aufgenommen werden. Also Frese, Ernst. Zudem ist es ratsam, im Dropdown-Menü enthält statt beginnt mit auszuwählen. Zusätzlich können Sie, falls bekannt, die Signatur der Akten eintragen. Dies wird in der Regel nicht der Fall sein, es sei denn, die Akte wurde mit der Signatur schon einmal irgendwo zitiert. Oder aber wenn Sie die gesuchte Akte beispielsweise schon mal im Lesesaal eingesehen haben, diese nun nochmal bestellen möchten und sich damals glücklicherweise die Signatur notiert haben. Weitere Felder wie darin und Aktenzeichen 1, also dem ursprünglichen Aktenzeichen der abgebenden Stelle, sowie Bildelemente können ebenfalls durchsucht werden. Natürlich kann auch mehrmals dasselbe Feld ausgewählt werden, also zum Beispiel dreimal das Feld Titel, und die Suchbegriffe in den einzelnen Feldern durch die booleschen Suchoperatoren AND, OR und NOT, also UND, ODER und NICHT, verknüpft werden. Des Weiteren können der Suchbereich und Zeitraum eingegrenzt werden. Auch die Verzeichnungsstufen der Datensätze lassen sich auswählen, zum Beispiel wenn Sie nicht auf der Suche nach einer bestimmten Akte sind, sondern vielleicht ganz allgemein Informationen zu einem Bestand, wie etwa einer bestimmten Behörde suchen. Auch die Anzeigeoption für die Trefferliste kann individuell angepasst werden. Für unsere Suche nach Ernst Frese empfiehlt sich eine Einschränkung des Zeitraums auf 1900 bis 1980. Damit lässt sich die Anzahl der Treffer auf der Resultatliste minimieren. Das kann gerade bei der Suche nach häufiger vorkommenden Namen wie Müller, Schmidt und Schulz für mehr Übersichtlichkeit sorgen und die Wahrscheinlichkeit für relevante Treffer erhöhen. Nachdem Sie alle Angaben eingegeben haben, klicken Sie auf Suchen und Sie bekommen eine Trefferliste angezeigt. Wie Sie sehen, scheint es mehrere Treffer zu Personen mit dem Namen Ernst Frese zu geben. Mit 6 Treffern ist die Liste allerdings noch sehr überschaubar, sodass Sie gleich erkennen können, dass nur der 5. Treffer mit den beiden Zweitnamen der gesuchten Person übereinstimmt. Ein Klick auf den Datensatz verrät, dass diese Akte tatsächlich zu der gesuchten Person angelegt wurde. Name, Geburtsdatum und Dienststelle stimmen überein. Zudem können Sie dem Datensatz bereits einige weitere Informationen entnehmen. Sie erfahren, dass Ernst Frese Polizeirevierchef war und von 1907 bis 1937 bei der Schutzpolizei Altona tätig war. Die Laufzeit von 1907 bis 1946 bzw. 1966 gibt an, aus welchem Zeitraum die in der Akte befindlichen Schriftstücke stammen. Eine genaue Lokalisierung der Akte in unseren Beständen ist über den Aktenbau möglich. Sie stammt aus dem Bestand 331-8 Polizeiverwaltung Personalakten. Auch ist ersichtlich, dass die Schutzfrist für diese Akte bereits abgelaufen ist. Das heißt, Sie können die Akte bei uns im Lesesaal einsehen. Die für die Bestellung notwendigen Angaben wie die Bestellsignatur finden Sie ebenfalls hier. Diese ist die 331-8-241, die Sie in die Online-Bestellformulare eintragen können. Diese finden Sie auf unserer Webseite. Eine kurze Anleitung zur Online-Bestellung befindet sich ebenfalls dort. Alternativ können Sie sich auch das Tutorial Bestellung von Archivgut anschauen. Wie Sie denselben Datensatz mit der Volltextsuche oder Archivplansuche gefunden hätten, zeigen Ihnen die Tutorials Volltextsuche im Online-Findmittel bzw. Archivplansuche im Online-Findmittel.